Oh, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Heroes of the Storm mit mir, dem Lean. Und ich unterbreche die normale Sendung wieder für einen kleinen Kauf. Ja, ich wollte es ja eigentlich nicht tun, ne? Aber es ist die Sucht. Blizzard hat es geschafft, mich dazu zu bringen, schon öfter Real-Life-Kohle auszugeben, als ich es eigentlich wollte und als ich es eigentlich auch immer noch will. Aber ich möchte jetzt hier meine 10.000 Gold, das was ja übrigens so klickert, ich weiß nicht, ob ihr das hört, so kluckert, das ist meine Kaffeemaschine. Ja, ich möchte zum einen die 10.000 Gold auf den Kopf hauen und zum anderen eventuell ein Paketangebot holen. Da bin ich mir noch nicht so sicher und da möchte ich euch natürlich auch dran teilhaben lassen. Da mache ich auch kein Geheimnis draus. Zum Thema Echtgeld ausgeben habe ich schon häufiger was gesagt, ne? Alles kann, nichts muss. Kurz gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich kann auf jeden Fall die Leute verstehen, die sagen, ich gebe keinen Cent für ein Free-to-Play-Spiel aus. Und ich kann aber auch die Leute verstehen, die sagen, komm, ich gehe viel arbeiten, ich verdiene viel, ich kann mir das leisten, ich lege hier einmal 100 Euro am Tisch und dann habe ich alle Helden, die ich will und habe meinen Spaß, ne? Und ich persönlich bin so ein Mittelding. Ich versuche so wenig wie möglich Echtgeld einzusetzen. Aber wenn wirklich ein Angebot dabei ist, wo ich denke, das lohnt sich, dann schlage ich auch zu. Und ich finde, so sollte man das auch machen. So ein Mittelding. Ich meine, wenn man jetzt darauf unbedingt aus ist, wirklich keinen einzigen Cent im Real Life auszugeben, dann kann man das natürlich auch sehr, sehr gerne machen, aber da muss man auch deutlich mehr Zeit in das Spiel stecken, sage ich jetzt mal. Das muss man halt auch immer bedenken, ne? Man braucht halt deutlich länger, wenn man sich vornimmt, kein Geld auszugeben. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich möchte ja irgendwann alle Helden haben. Ich weiß, das gilt jetzt nicht für alle, nur für einen kleinen Teil, aber ich möchte auf jeden Fall irgendwann alle Helden haben, alleine schon für euch, damit ich die Videos machen kann. Wenn irgendwer mal Wünsche hat, zeig uns mal das und das Bild von dem und dem Hero. Und wenn ich den Hero dann nicht habe, dann ist er ein bisschen doof. Deshalb werde ich mir eventuell, weiß ich noch nicht genau. Ja, der Chat vom Phallus stört gerade so ein bisschen, aber kann man nichts machen. Eventuell hier dieses kleine Paket holen, weil da ist der Skin von Malfurion drin, den ich sehr geil finde, und von Illidan, den ich sehr geil finde, und der Illidan ist mit dabei. Also das wollte ich eventuell holen. Und für 10.000 Gold eventuell The Jaina. Weil Jaina gefällt mir ziemlich gut. Komm, das mache ich jetzt mal direkt. Mit Gold kaufen. Zack. So, Jaina habe ich jetzt gekauft. Ihr wart live dabei. Und eventuell hole ich mir noch dieses eine Paket. Ganz einfach wegen Skins, die man eh nur von Echtgeld holen kann. Die sind da mit dabei. Und da sind noch ein Hero mit dabei. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Ja, ein richtiges Spiel gibt es jetzt nicht. Also, tschüss.